Um hier etwas zu erreichen, muss man an die Grenze zum Unglück gehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir vielleicht morgen nicht mehr da sind. Etwas richtig gut zu machen, ist so lohnenswert, dass es nicht leichtsinnig ist bei dem Versuch zu sterben. Diese heroischen Aussagen stammen nicht etwa von Bergrettern oder Kriegs. Sanitätern, sondern von Sterling Moss, Niki Lauda und Blues McLaren. Formel 1 Fahrer zu einer Zeit, als es noch absolut todesverachtend war, mit 350 km/h wenige Millimeter über dem Boden dahin zu brettern, umgeben nur von papierdünnem Blech und ohne die heutigen Sicherheitsvorkehrungen. Ich muss zugeben, kaum eine Disziplin lag mir bisher ferner als der Motorsport. Ich meine, wie kann man stundenlang am Bildschirm hängen, immer dieselben Kurven vor Augen, immer dasselbe Geräusch in den Ohren? Aber mittlerweile bin ich ja Mutter eines 14-Jährigen und schwupps sind Autorennen zu unseren familiären Interessen aufgestiegen. Drive to Survive heißt die Dokuserie, die wir mitverfolgen. Die tödlichen Unfälle haben ja zum Glück über die Jahre abgenommen. Unverändert geblieben ist aber der extreme Leistungsdruck, der auf den Fahrern lastet. Wie sagte Ayrton Senna, der erbitterte Rivale von Michael Schumacher immer, der Zweite ist der erste Verlierer. Und das gilt hier selbst unter Männern, die für dasselbe Team fahren. Also 2021 zum Beispiel. Gelang es dem Geschäftsführer von McLaren, einen der talentiertesten Fahrer der Saison unter Vertrag zu nehmen? Daniel Ricciardo, 31, bereits siebenfacher Grand Prix-Sieger und Anwärter auf den Weltmeistertitel. Starten sollte er an Seite seines zehn Jahre jüngeren Kollegen Landon Norris, ebenfalls ein Star mit großem Fanclub. Die Medien sagten dem britischen Rennstall eine riesige Erfolgswelle voraus. Allerdings blieb die erwartete Doppelspitze aus. Während Norris weiterhin konstant zwischen zweiten, dritten, fünften Platz fuhr, schnitt der neue Fahrer enttäuschend schlecht ab. Rang 6, Rang 7, Rang 9. Jedes Mal blieb Ricciardo hinter seinem Teamkollegen zurück. Und der machte kein Hehl daraus, wie sehr ihn das freute. Schließlich kam Monaco, die prestigeträchtigste Strecke, auf der Ricciardo 2018 einen brillanten Siegerungen hatte. Diesmal, 2021, kam er allerdings nicht in die Gänge, fiel auf Position 12 zurück und wurde am Ende von Norris überrundet, der auf Platz 3 fuhr. Wie beschämend. Ricciardo gab in Interviews geknickt zu, dass ihm die Beherrschung des neuen Wagentyps extrem herausforderte und dass der Misserfolg an ihm nagte. Gleichzeitig erschienen in den Medien Schlagzeilen mit eiskalten Kommentaren seines jüngeren Konkurrenten. "Ist doch nicht meine Aufgabe, Ricciardo aufzumuntern", gab Lando Norris zu Protokoll. "Natürlich tut er mir nicht leid." Wenn er den Wagen nicht im Griff hat? Warum auch? Kein Fahrer würde mit einem anderen Mitgefühl empfinden. Kein Fahrer echt. Okay, so ist das also im Rennsport. Man hat nur als Alpha-Tier eine Chance, kann nur der Beste sein, wenn man niemanden neben sich duldet und über die Niederlage der eigenen Kollegen triumphiert. Ja, vielleicht ist das so. Dann hatte Ricciardo schon fast abgeschrieben, da legte er plötzlich in Monza, Italien ein grandioses Rennen hin, landete auf Platz eins, Norris auf Platz zwei und da war sie. Die sensationelle Doppelspitze. Gut, man sah keine herzliche Umarmung, kein anerkennendes Schulterklopfen der beiden Sieger. Sie rissen einfach jeweils ihren Pokal in die Höhe und feierten sich selbst und niemanden sonst. Stimmt es einfach, was Niki Lauder sagte? Rennfahrer sind egoistische Schweine, die alles tun, um zu gewinnen. Hm. Ist in manchen Geschäften peinharte Gegnerschaft der einzig wahre Weg zum Erfolg? Fast hätten wir es geglaubt. Aber dann trafen wir eine Saison später auf die beiden Alpha Tauri-Fahrer, Pierre Gasly, und Yuki Tsunoda. Überall, wohin ihnen die Kamera der Dokomacher folgte, hörte man sie miteinander lachen und Späße machen. Pierre ist besonders, sagt Yuki, ein sehr guter Freund von mir. Yuki ist für mich wie ein kleiner Bruder, sagt Pierre. Schau mal, überall, wo du hinkommst, regnet's, zieht zum Beispiel der Franzose den Japaner auf. Ja, mein Herz weint, weil du zu einem anderen Team wechseln wirst. Oh Mann, jetzt machst du mich ganz emotional. Du wirst mich vermissen. Ja, das werde ich. Ja, auch, auch bei diesen beiden Männern ist alles da, was Ehrgeiz angeht. Sie liegen mit ihren Können an der Weltspitze. Auch sie wollen unbedingt Bestleistung bringen und gewinnen. Und dennoch gehört es nicht. Zu ihrer Taktik weder auf noch abseits der Rennstrecke den anderen schlecht dastehen zu lassen oder Schadenfreude auszudrücken. Sie halten es lieber mit dem Motto des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Formel Lewis Hamilton: We win and lose together. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Es ist also ein falscher Schluss, dass uns gefühlloser Konkurrenzkampf weiterbringt, weiter als gegenseitige Anerkennung. Egal ob in der Arbeit, in der Familie, im Bekanntenkreis, im Verein. Es gibt immer wieder Situationen, wo sich mein Mitgefühl irgendwie in Grenzen hält. Ja? Also der andere ist doch selbst schuld an seiner Misere und ich meine, ohne ihn sind wir auch irgendwie besser dran aber gott der uns und unser miteinander geschaffen hat der legte ihm eine ganz andere gesetzmäßigkeit zugrunde und die ist dem spruch von hamilton nicht unähnlich langfristig können wir im ego trip nur verlieren gewinnen können wir nur wenn wir unser mitgefühl bewahren und das leben als gemeinschaftsaktion betrachten Shabbat shah.